Wenn Enduro euer Ding ist und Highbike eine Marke ist, die ihr für euch als Favorit abgespeichert habt, dann habt ihr seit Jahren irgendwie den Fahrradtyp All Mountain in eurem Gedächtnis abgelegt. Keine Angst, nicht nervös werden, könnt ihr auch dabei belassen. Aber es kommt ein neuer hinzu, das Hype. Und warum Highbike seine Enduro-Sparte nochmal aufrüstet, kann uns der Matthias, Global Brand Manager bei Highbike, erzählen. Es stellt sich tatsächlich schon die Frage, ihr habt ein sehr gutes Enduro-Bike schon in eurem Sortiment gehabt. Jetzt gibt es eins, das mindestens genauso gut ist. Absolut richtig. Zuerst mal Servus von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ja. Und schön natürlich, dass ihr euch für das Segment gerne so interessiert, weil in der Tat, das ist für uns ein weiterer Schritt im sehr sportiven Segment. Mhm. Hype ist positioniert zwischen All Mountain und zwischen Enduro. Und das ist einfach, wir haben uns mal den Markt angeschaut, wir haben natürlich auch sondiert, wir haben viele E-Bike Racer bei uns im Team, weil das ist ein Thema, das für uns sehr wichtig ist. Wir sind der Sponsor der E-Bike World Tour zum Beispiel. Also wir sehen Race-Formate, die extrem wichtig werden und extrem gehypt werden. Mhm. Jetzt kommen wir so zu dem Thema Hype. Und wir wollten natürlich da die nächsten Schritte gehen, einen sehr sportiven Fahrer mit abdecken und ein Segment schaffen zwischen All Mountain und Enduro. Mhm. Genau dazwischen, weil das so die Federwegslängen sind, die meisten Racer im EMTB Racing fahren momentan. Das haben wir uns zu Herzen genommen und haben da zwei Modelle mit in die Kollektion aufgenommen. Das ist einmal das Hype 11. Weil es sozusagen das Top-of-the-Top-Performance-Bike in der Linie und daneben das Hype 9 wird minder attraktiv in der Erscheinungsbild. Und genau, diese zwei Modelle in einem neuen Segment. Wir nennen das Ganze ja Power Sports Category, also wirklich zum Untermauern. Da geht es um Performance, da geht es um Arm Racing, viele Fahrer. Und für uns ist natürlich auch wichtig, von der Zielgruppe her einfach wirklich den sehr sportiven und performanceorientierten Fahrer einfach neue Tools und neue Waffen mit an die Hand zu geben. Jetzt, ich habe es schon mal angedeutet, ihr habt an sich in der Kategorie schon jahrelang eigentlich was gehabt. Kannst du jetzt noch mal sagen, worin vielleicht genau der Unterschied besteht zwischen dem neuen Hype und einem All Mountain, was das eine vielleicht besser kann als das andere? Ganz klar. Also grundsätzlich haben wir den bestehenden Rahmen aus dem All Mountain CF von 2022 übernommen, also Vollcarbon Front Triangle, ein Aluminium Hinterbau und haben dann gemerkt, okay, wir wollen das Ganze noch ein bisschen dynamischer und sportiver auslegen. Das heißt, wir haben uns die Federwegslänge angeschaut, wie ich vorhin schon gesagt habe, und haben herausgefunden, okay, der perfekte Mix für den perfekten Race-Alltag sozusagen sind 170, 160 und haben vorne eine 170er Gabel mitverbaut. Und was ein neues im Hype 11, wir haben ein neues Aggregat von Bosch, den sogenannten CXR, also R für Racing. Okay. Ja, also da gibt's Neuerungen im Housing, neue Materialien, das Ganze wird leichter. Das Ganze hat zwar 85 Newtonmeter, wie wir es vom Standard CX sozusagen kennen. Es hat aber einen extra Bums sozusagen. Du hast Support-Mode bis zu 400% Unterstützung und das heißt, da bewegt sich dann richtig was und dann hast du nochmal einfach halt Unterstützung in dem Segment, das du brauchst und das den race-affinen Charakter des Bikes einfach nochmal untermauert. Ja. Und das werden wir uns gleich anschauen, glaube ich, im Detail. Und genau, natürlich Top-of-the-Top-Components, die wir mitverbauen, um natürlich auch das Gewicht, soweit es geht, zu reduzieren, um sozusagen ein Paket zu schnüren, das einfach perfekt ist. Wir haben ja auch schon vom letzten Jahr übernommen, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Front Triangle mit einem geschlossenen Downtube, also hier Torsionssteifigkeit, immer diese Performance und auch der Gewichtscharakter ist natürlich extrem wichtig. Mhm. Trotzdem Batterieentnahme, das auch in vielen Rennen, wie zum Beispiel bei der E-Bike World Tour, extrem wichtig ist, dass man die Batterie wechseln kann. Mhm. Und so haben wir, glaube ich, ein Gesamtkonzept geschaffen, das keine Wünsche offen lässt für den, wie ich schon gesagt, den sportiv ausgelegten und performance-orientierten Rider. Wobei, wenn wir hier über Race und Rider sprechen, dann meinen wir tatsächlich halt irgendwie Leute, die in richtig anspruchsvolles Gelände gehen. So, ne? Ich kann ja natürlich auch racemäßig irgendwie auf der Straße unterwegs sein, aber für die ist das natürlich hier nicht gedacht, sondern irgendwie hier geht es schon darum, Sprünge, große Hindernisse irgendwie zu überwinden und das auf möglichst gekonnte Art und Weise. Absolut. Also man sieht es also im Hintergrund. Wir wollen natürlich, dass man möglichst unterschiedliche Untergründe sozusagen mit dem Bike verbinden wollen. Das heißt vom technischen Terrain natürlich auch super flowig, wie du schon sagst, einfach auch für diejenigen, die natürlich auch darauf ausgelegt sind, richtig zu ballern und richtig Speed zu geben und richtig Gas zu geben. Das klingt aber auch so, als ob ihr jemand wärt, der die total glücklich waren, als Bosch mit seinem neuen Smart System um die Ecke kam, weil
leistungsstarker Motor, aber noch größerer Akku, oder? Das ist doch eigentlich genau, was für diese Art von Fahrrad irgendwie mit den Spaßfaktor auch ausmacht. Absolut. Für uns war natürlich auch wichtig in der ganzen Konstruktion, dass wir sagen, ja, also der Trend noch viel Reichweite und natürlich auch das neue Aggregat, das wir bekommen haben, gilt 2022 natürlich extrem wichtig. Mhm. Von der Konstruktion her, du kennst es, gedrehter Motor, tiefer Schwerpunkt, das ist uns wichtig und das ist auch für die Performance und für die generellen Voreigenschaften von dem Bike natürlich nach wie vor unübertroffen. Der tiefe Schwerpunkt, die Agilität, das Handling ist natürlich uns auch auf der einen Seite das Selbstvertrauen im Uphill, also super spurtreu, super Stabilität und im Downhill sozusagen die Agilität und die Performance einfach, ja, der Leistung weg und einfach der tiefe Schwerpunkt und vermauert natürlich diese glasgute Performance auch im Downhill. Jetzt war das lange Zeit so, dass man viele Fahrer auch gesagt haben, naja, wahrscheinlich ist es eher so, ich habe einen kräftigen Motor, dann spielen meine anderen Komponenten eigentlich gar nicht so die Rolle, wie leicht oder wie schwer die sind, weil ich habe ja den Motor, der bringt mich da schon hoch. Aber das hat sich in den letzten Jahren gedreht, oder? Weil auch ihr, du hast es gerade auch schon erwähnt, achtet schon auf Gewicht, auch bei so einem Fahrrad. Absolut. Ich meine, das ist natürlich ein extrem wichtiges Thema für uns in der kompletten Entwicklungsphase von einem Fahrrad. Natürlich auch die Materialien, die wir verwenden. Also wir natürlich mit Carbon, natürlich top of the top, das Beste, was es gibt. Ja. Aber grundsätzlich natürlich schauen wir natürlich aufs Gewicht. Das hat natürlich einen extrem wichtigen Faktor. Und wie du sagst, für uns natürlich auch trotzdem wichtig, der ganzen Konstruktion und der ganzen Ausrichtung. Wir schauen immer drauf, dass der Uphill genauso gut funktioniert wie der Downhill. Das ist ganz, ganz wichtig bei Highbike, dass wir immer das Attribut haben, mit dem Bike kannst du perfekt klettern, im extrem technischen Terrain, dass du immer diese Stabilität hast, dass mehr oder weniger dein Vorderrad sehr stabil am Boden bleibt, dass du immer Traktion hast und immer Kontrolle über dein Bike sozusagen hast. Und das ist uns extrem wichtig, dass wir eine gute Balance finden, eben aus Up und aus Downhill. Jetzt ist in dem Top-Modell tatsächlich eine Spezifikation drinne, nämlich dieser besondere Motor von Bosch, der Performance CX-R. Du hast uns verraten, das R steht für Race. Geh doch bitte noch mal kurz darauf ein, wodurch sich dieser Motor von einem normalen Performance CX eines Smart Systems unterscheidet. Also, du hast nochmal einen extra Boost sozusagen, um die Race-Tauglichkeit unter Beweis zu stellen. Natürlich, wie wir auf den Bildern sehen, hast du im Housing einfach leichtere Materialien. Die ganze Haptik von dem Motor ist nochmal auf Leichtgewicht getrimmt. Also wir sparen uns im Vergleich zum Standard CX 200 Gramm etwa. Mhm. Die Optik natürlich brachial cool und perfekt integriert in das Bike. Ja. Wieder diese Ausrichtung untermauert das Ganze, den ganzen Charakter natürlich. Und wie gesagt, Support Mode bis zu 400%. Also hier sieht man nochmal die sportivere Ausrichtung. Und das ist genau das, was eben dieser sportive, performance-orientierte Rider im Endeffekt sucht. Jetzt bin ich vielleicht jemand, der irgendwie jahrelang so ein All-Mountain im Blick hatte, vielleicht auch eins zu Hause habe und mich frage, okay, warum sollte ich jetzt vielleicht auf das Hype umsteigen? Eben, weil du immer den Zacken besser sein willst, dass du selber deine Performance steigern willst, dass du immer neues Terrain erreichen willst. Und das ist ja wirklich auch, was wir mit dem Claim on any ground, also wirklich, der Berg gehört dir, du hast die totale Kontrolle und du hast einfach dieses Selbstverständnis, auch mit deinem Bike stetig zu wachsen, mehr Selbstbewusstsein zu haben und am Ende des Tages einfach selber immer ein besserer Rider und ein besserer Biker zu werden. Mhm. Das ist das, was wir mit dem Segment wollen und eben dann auch ganz genau spezifisch durch die kleinen Unterschiede einfach nochmal diesen Zacken Performance und nochmal diesen Zacken extra added value dem Rider mit an die Hand geben, um eben genau dieses Attribut zu erfüllen. Dieses Race-Attribut muss ich tatsächlich aber auch so ein Stück weit auch selber mitbringen, ne? Weil dieses Fahrrad hat ein maximal zugelassenes Gesamtgewicht von 120 Kilo, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, irgendwie wie viel gehen ungefähr fürs Fahrrad davon drauf? Pi mal Daumen von den 120? Wir sind hier bei dem Bike bei ungefähr 24 Kilo ich glaube, alles in allem perfekter Mix aus Gewicht, aus Performance und aus dem generellen natürlich auch Highbike-spezifischen Design, das wir hier natürlich auch mit untermauern wollen. Man sieht da die sehr kräftigen und spannenden Farben. Ich glaube, das untermauert das Ganze ja nochmal mit schönen Effekten, Mask im Head-Top-Tube-Bereich, sehr knallige Farben von der Logo-Positionierung her. Und ein bisschen gedämpfter im Hype 9. Also da wollte man einfach also ein bisschen breitere Zielgruppe ansprechen. Aber ich finde auch, die Farbkombinationen sind sehr gelungen. Das musst du natürlich mir sagen, ob du
auf beide abfährst, wie es dir besser gefällt. Aber wir wollten hier auch so eine gute Balance finden und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also bevor ich meine Fahrpräferenz hier kundtue, was ich gleich tun werde, habe ich noch mal eine kleine Frage. Und zwar die kleinen Teile hier. Sag uns doch mal, was ich da noch sehe. Das ist der Speed-Sensor von Bosch, der komplett kabellos verläuft, sondern nur über Funk mit dem Motor kommuniziert. Und das ist natürlich auch eine große Neuerung, extrem vom Service, vom Handling her extrem einfach zu bedienen und glaube ich auch eine super gute Sache für die Zukunft. Ihr habt euch entschieden, serienmäßig das Fahrrad mit einem Display auszustatten. Wäre ja auch die Variante gegangen, nur mit der Remote zu arbeiten. Was hat für euch den Ausschlag gegeben? Wir packen doch lieber das Display mit dran. Letzten Endes auch, weil wir nie sehen ein Racing, dass du immer wieder quasi bestimmte Informationen sofort abrufen musst. Aber natürlich auf der anderen Seite, um ein bisschen die Vielfältigkeit natürlich auch zu untermauern, eben auch für einen Kunden, der halt einfach diese ganzen Add-ons an sein Bike sich wünscht. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, das Display mitzuliefern. Dann kann ich euch noch verraten, dass mein optischer Favorit tatsächlich eher so ein bisschen die weniger auffällige Variante wäre. Einfach, glaube ich, aber auch, weil mir der Rotton total gut gefällt. Die Frage ist aber, was euch vielleicht am besten gefällt. Also könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Die Frage ist auch, ob das Bike euch total weghaut oder ihr vielleicht lieber beim Allmountain bleibt oder vielleicht irgendwie jetzt darüber nachdenkt, einfach ein zweites Highbike euch in die Fahrradgarage zu stellen. Auch das wäre vielleicht eine Option. Also schreibt uns einfach einen Kommentar. Fürs Erste danke, Matthias, für deine Ausführungen. Und euch danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann demnächst hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.